Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge des realen Irrsinns vom NDR, von den Kollegen von Extra 3. Wird also wieder lustig, was da so alles in dem schönen Deutschland so schief läuft und satirisch aufgearbeitet worden ist. Die Folge heute ist wieder vorgeschlagen worden, und zwar wieder von unserem Schildi 1. Ich bin ihm so unendlich dankbar. Er ist so ein toller Vorschläger, und die Videos, die er bringt, die sind immer echt genial. Und ich musste auch immer lustig lachen, und ich freue mich immer, wenn da was Neues von ihm kommt, wenn ich die Liste, die er mir gegeben hat, durchgearbeitet habe. Wir schauen uns jetzt zwei Stück an, nicht direkt hintereinander weg, also hintereinander weg, aber mit Pause. Und zwar fangen wir mit diesem hier an, und zwar Brücke ohne alles in ohne. Der Titel ist schon. Der ist schon köstlich, also genial. Und das ist natürlich die ältere Folge, klar. Nur damit ihr das schon mal wisst. Deswegen ist da noch der alte Vorspann davor. Ich finde ihn aber auch genial. Und wir schauen uns mal an, was da die Brücke oben ohne hat. Eine nackige Brücke. Das wird bestimmt lustig. Das Örtchen ohne in Niedersachsen ist Ah! nicht ohne, denn. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja einige sehr lustige Orte. Ich weiß, jetzt kommt wieder von meinem Mann gleich, wenn ich das sage. Deswegen greife ich dem jetzt vor. Ich weiß, dass es von ihm kommen wird. Das schöne Städtchen Habenix. Da ist er früher mal durchgefahren. Wir haben hier in Hessen beispielsweise das schöne Städtchen Linsengericht oder Wixhausen. Das sind, also manchmal fragt man sich, wie zum Geier kommen die Leute auf solche Ortsnamen? Aber ohne. Das ist doch mal genial. Ich wohne ohne. Ja, was ohne? Ja, ohne eben. Ich wohne in ohne. Das ist genial. Ja, genau. Aber gucken wir uns mal, was ohne doch hat. Denn mit Sicherheit eine Brücke. Wir sehen sie ja da schon. Und drunter, sie haben Kühe. Also ganz ohne sind sie nicht. Denn es gibt diese Brücke, aber die ist ohne Anschluss, ohne einen Okay. Weg dorthin und ohne jeden Zweck. Dass es um Zwecklosigkeit geht, ja? Ja. Um einen Sachverhalt, der aus seinem Wirkungskreislauf gezogen wird. Moment mal. Die haben allen Ernstes eine Brücke mitten in die Pampa gestellt und nennen das dann ein Kunstprojekt. Ich bin ja auch Künstlerin. Ich zeichne, ich mache Videos. Okay, aber man kann es mit der Kunst auch übertreiben. Also dann doch lieber die umgedrehte Krawatte hier in Frankfurt. Der Künstler Hans Schabus hat den Sachverhalt aus seinem Wirkungskreislauf gezogen. Also, er hat die Brücke in Österreich abgebaut, quer durch Deutschland transportiert und in Ohne wieder aufgestellt. Und das nicht ohne Hintergedanken, wie eine Erklärtafel erläutert. An der Grenze zum Irrwitz zielt die Brückenskulptur auf einen ästhetischen Zweck in sich selbst. Das hat einen Sinn dann, ja. Also, nee, ich nenne das Unsinn. Verschwendung von Geldern, die anderweitig besser angelegt wären. Gut, okay, über Kunst kann man ja bekannt, sollte man ja bekanntlich nicht streiten, weil Kunst ist immer eine Sache im Auge des Betrachters. Aber nee. In dem Fall definitiv nee. Das ist ja toll. Und wie macht die das? Da steht sie jetzt und verweist eigentlich erstmal auf nichts anderes als auf sich selber als neues Element in der Landschaft. Eine Brücke mit Selbstbewusstsein. Auf den Gedanken muss man erstmal kommen. Und was mir gerade noch einfällt, was ich gerade vergessen habe wegen dem Unsinn und so, ganz davon zu schweigen, was der Transport gekostet hat, das kommt ja auch noch dazu, aber ganz davon zu schweigen, was das für einen biologischen Fingerabdruck hinterlassen hat, die Brücke aus Österreich nach Deutschland zu karren. Nee, nee, definitiv nicht.
Wie schade, dass man zu diesem neuen Element gar nicht hinkommt. Zu viel Landschaft drumherum. Das ist ja wirklich an der Grenze zum Irrwitz oder sogar schon darüber hinaus. Und vor allen Dingen, das ist, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Feld. Bei einem Verständnis, ich glaube, der Bauer tritt euch in den Hintern, wenn ihr da durchmarschiert. Ich verstehe wahrscheinlich nichts von Kunst. Für mich ist das ein Schrotthaufen. Da gebe ich ihm voll und ganz recht. Da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist keine Kunst, das ist Schrott. Wir haben Erfahrungen in der Nachbargemeinde. Die war auch die Überlegung. Ja, ja. Die haben gesagt, wollen wir nicht haben. Ja, ja. Was, die Brücke wollte jemand haben? Was für Banausen? Was? Nee, das sind keine Banausen, die sind einfach nur intelligent genug, um nicht alles hinzunehmen, was man kriegt, genau. Was die dadurch verpasst haben, Kunstgenuss im Nichts und für nichts. Darstellen tut es eigentlich nichts, außer sich selbst. Aber sie finanziert sich nicht von selbst. Das kommt nämlich auch noch dazu. Der Betonaufsatz. Der Betonunterbau musste gegossen werden, musste da hingebracht werden, die Brücke musste da draufgestellt werden. Wie gesagt, also, ja, gut. Realer Unsinn. Die Kosten sind, anders als die Brücke, nicht ohne. Das sind natürlich immens teure Projekte, wie so oft bei großen Kunstprojekten. Das gesamte Raumsichtenprojekt hat einen Etat gehabt, der über 1 Million Euro gelegen hat. Das waren aber 10. 1 Million Euro als Etat für dieses komische Ding im Nichts, für nichts, für gar nichts, für Unsinn. Ich hätte auch ein Kunstprojekt, wo kann ich mich anmelden? Bitte die Adresse von Ohne, also beziehungsweise vom Kultusdezernat in Ohne. Ich hätte da auch was. Den Künstler insgesamt. Ja, und was kostet die Brücke im Einzelnen? So eine direkte Kostenfrage jetzt in Bezug auf das Ergebnis ist eigentlich auch nicht sinnvoll. Ja, klar, man müsste den Steuerzahlern erklären, für was ihre Steuermittel zum Fenster rausgeschmissen worden sind. Nee, nicht sinnvoll. Kunst ist nun mal nicht immer zugänglich, so wie die Brücke in Ohne. Ohne Worte. Ja, da wird das Ganze doch gerade von vorne wiederholt. Also jetzt habe ich extra schon geguckt, dass das nicht passiert und jetzt passiert das doch. Also das ist ja wohl mal der absolute Gag. So geht das ja mal überhaupt nicht. Nee. So, gut, wieder was zum Rausschneiden. Kunst. Ja, wie man schon so schön sagt, Kunst liegt im Auge des Betrachters, da liegt es im nicht vorhandenen Fensterrahmen und das ist wirklich absoluter Unsinn. Aber wieder mal, Schildi, Geile Folge. Kann ich nur Dankeschön für sagen. Du hast da, ja, ich freue mich schon auf die nächste, die wir gleich gucken werden. So, aber für die Folge natürlich wie immer. Abo haben wir, liken gibt's natürlich auch. Und ich weiß, wir haben noch ganz viele Folgen vom realen Irrsinn und es wird uns nicht ausgehen und es kommt ja auch wieder immer wieder Neues dazu. Und aber es ist echt genial. Also, ja, gut, aber wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr schaut sie hier bei mir auf YouTube, auf meinem Kanal, würde ich mich über Reaktionen freuen. Sei es ein Daumen, sei es ein Abo, sei es eine Glocke, sei es ein Kommentar unten in der entsprechenden Sektion mit Anregungen, Kritik, Ideen, was wir mal reacten könnten und. Ihr seht's ja, ich reagiere auf die Kommentare. Der Schildi hat das schon mehr als einmal gemacht und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn er mir da was reintippert. Er hat letzte Woche vorgemacht. Algorithmus pushen. Nein. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, bin ich euch natürlich dankbar. Es tut euch nicht weh, es tut mir helfen und es wäre schön. Und wenn ihr das Originalvideo natürlich auch entsprechend unterstützen wollt, da ein Like da lassen wollt und so, unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Originalvideo verlinkt. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist der Twitch-Kanal von mir, auf dem ich das jetzt hier reactet habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich da mal besuchen kommt. Okay, bis dahin sagt euch Tschüss für diese Folge, eure Josie.